13,466, also man sieht schon an der Höhe der Wertung, da geht es zwischen 13 und 15. Julia Steingruber. Ja, da lächelt sie nach der Übung. Ich glaube, sie ist einfach nur froh, dass sie durchgekommen ist. Es gab schon den ein oder anderen kleinen Fehler, mal eine Drehung nicht ganz in den Handstand, mal ein Flugteil ein bisschen zu nah oder zu weit. Aber sie hat sich da super gut durchgekämpft und kann auf jeden Fall zufrieden mit sich sein. Wird auch auf das nächste Weltcup-Turnier in einer Woche in Glasgow verzichten, weil die Schweizer Nationalmannschaft zum Trainingslager nach Los Angeles fährt, also Julia Steingruber kommt wahrscheinlich nicht für den Jackpot in Frage, den es dann im Frühjahr beim Weltcup in Tokio zu gewinnen gibt.